могло было несколько периодов, очень разных периодов. Первый период, когда я начал учиться, это было все очень хорошо. Второй период – Москва и особенно эвакуация. Когда мы с семьей уехали из Москвы, там начались бомбардировки немецкие. И тогда вся наша семья уехала в город Оренбург. И там мы находились в течение 2,5 лет. И там умер мой отец. Поэтому, когда мы вернулись в Москву, мы были только трое. Моя сестра молодая, я и моя мать. Жизнь была очень трудная. Поэтому мне приходилось... Für mich nicht so schnell. Nein, nein, nein. Nicht so schnell. Weil ich war nicht Kommunist. Wie ich Kommunist, das viel schneller kommt, dieses. Ich bin nicht Kommunist. Darum, dass ich habe erste Dekoration viel, viel später als alle anderen. Талант помогает. Талант эде. Талант эде. Это талант по моему си эде. Eine Passion, wie gesagt. Vor allem die Liebe für die Menschen auch und sein politisches Engagement. Er riskierte das Leben zum Beispiel in Russland damals. Als er Solzhenitsyn und Sacharow unterstützte. Das war kein Spiel. Also kein, und er wusste das auch. He was one of the greatest Russian writers. Yeah, second Tolstoy, second Dostoevsky. Yeah. Yes, 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 yes. And when coming Brezhnev, that's very verändert. Alles verändert. And no, he's not he's against Soviet Union, against our system, etc., etc. Wir haben alle dann gewusst, dass Solzhenitsyn bei ihm wohnt und das war sein Stolz. Er war sehr stolz, dass er hat ihn eingeladen und er hat diese Einladung genommen, weil er war fasziniert von seiner Literatur. Er war mein Freund und er hat keine Platz. Wie Gold oder Herbst war. Und darum, ich einlade ihn in meine Dacia. Wenn man über Rostropowitsch schrieb, nur schlecht natürlich. Kannst du meine Tour in der West, ganze Tour, pro Germany, Tournee pro Vereinigten Staaten, Tournee pro England, alles kannst du. Das Einzige, was die machen konnten, war doch zu emigrieren. Und die wurden eigentlich gezwungen. Zu emigrieren. In May 74.
I go out from Russia. Alone, without my family. Why? Because Minister of Culture tell me I must go out from Russland. Warum? Weil 4 of June open new Tchaikovsky competition in Moscow. I was each competition president of jury. But now with this situation, impossible make me president of jury. Das war sehr schwerer Abschied für uns alle. Wir waren alle. Ich war auch auf Sheremetyevo, wenn er ist. Er war weg mit Cello und Hund. For Maestro, I'm sure it must have been incredibly difficult as a human being to suffer and not to be able to return to his homeland. And I think that made his art only more richer. Pass, aber nach der Wende hat er es immer sofort gekriegt und er wollte das haben. Also er ist doch ein russischer Künstler geblieben. Is already not only a legend in Russia, but he is symbolizes with Russia, with the arts of Russia, as one of the most important persons. Ich war in Wien und meine Freundin plötzlich ganz früh um 7 Uhr weckt mich und sagt, weißt du in Moskau, was hat passiert? Und das war mein erster Wunsch, Rostropowitsch anrufen. Und ich habe ihn angerufen, 7 Uhr früh. Und er wusste noch nicht. Er hat gesagt, ja, was? Und dann
Und dieser Tag war schon in Moskau. Er hat mich gebeten, das letzte Stück, was er in der Cello spielt, zu komponieren. Und da habe ich ein Largo geschrieben mit Wiener Philharmoniker, wurde das uraufgeführt.